schnelles Eintanzen und Lockermachen, noch gute Tipps von den Kollegen holen und die letzten aufbauenden Worte von Mutti am Telefon, bevor man sich der fünfköpfigen Jury beim Recall stellt. Sie haben den Solo-Teil, da können Sie entweder freestylen oder eine vorbereitete Choreografie alleine zeigen. Und dann gibt es den Choreografie-Teil, wo Sie in einer Gruppe tanzen müssen, wo wir auch abtesten, können Sie miteinander arbeiten. Und dazu haben wir mit der Marlin Steenhaug, unserer künstlerischen Leiterin, die dann die Gruppe übernehmen wird, und eine ganz liebe Freundin von mir, die Dani Sell, professionelle Breakerin, Popping, Locking, gehört zu ihren Spezialitäten, die hat mit den Jungs und Mädels eine Locking-Choreo in zwei kleinen Gruppen erarbeitet. Dass die 23 Kandidaten alle Potenzial für die All-Urban Dance Crew haben, steht außer Frage. Aber ganz ohne Vorbereitung geht es auch hier nicht. Also ich habe am Dienstag von der Tanzlehrerin den Tanzraum zur Verfügung gestellt gekriegt, damit ich übe. Und die restlichen Tage habe ich damit verbracht, dass ich in der Freizeit dafür den Ganzen verbracht habe, also geübt. Also mir hat sehr viel geholfen, dass wir am Montag den Workshop gehabt haben. Und ich habe dann jeden Tag drauf noch ein bisschen die Choreo geübt. Und mir hilft das immer voll, wenn ich weiß, ich kann die Choreo, das sitzt. Und dann kann ich mich ein bisschen mehr auf meine Ausstrahlung konzentrieren. Und ich hoffe, das punktet dann heute. Let's go! I know you thought we were finished. Yeah. Flat mouth, bitch. Yeah. Street, net. Yeah. Street, sweet, remix, part 3. Jurymitglied und Streetdance-Weltmeister Patrick Grigo begutachtet die Nachwuchsler mit kritischem Blick. Linz hat auf jeden Fall Potenzial. Was ich schade finde, das ist so das allgemeine Problem bei den Streetdancern, ich komme ja auch aus der Ecke, ne? Dass alles sehr einseitig ist. Das heißt, die meisten Leute arbeiten zum Beispiel nur mit dem rechten Fuß und mit dem rechten Arm. Es sind welche dabei, die haben sehr gute Choreos getanzt, können dafür einzeln, also wenn sie solo tanzen, sind nicht so stark. Andere Leute sind einzeln da stark und haben ein Problem mit der Choreo. Also die Vielfältigkeit bei den Leuten, die muss ich noch ein bisschen prägen, aber dafür machen wir das auch, dass ich eben was ergeben kann. Finale und endgültige Entscheidung, wer es in die erste All-Urban Dance Crew schafft, ist dann am 17. April.